Der hat zum Beispiel den Spruch losgelassen, Eich Halb, da treffen sich zwei Darmstädter, Eich Halb, wo machst du nie? Ich mach zur Verlobung von meiner Tochter. Mit wem hat es dann? Mit dem Hotz hat es. So, mit dem Hotz hat es, dann hat es aber, wenn es mit dem Hotz hat. Hat der Robert Schneider vom Schwätze und Schreibe geschrieben. Die Sprache, die ist zum Schwätze da. Die Schrift, die ist zum Schreibe. Eins tut dem anderen, guckt's euch an, drum steht's, was schuldig bleibe. Es schwätzt halt keiner, wie er schreibt. Kein schreibt, so wie er tut schwätze. Sogar im Hochdeutsch übertreibt man stets die Lautgesetze. Und gibt sich auch die Orthographie, Rechtschreibung wollte ich sagen, mit unserer Schrift noch so viel mehr, die Sprache tut's nicht vertragen. Und was dem Hochdeutsch recht muss sein, ist auch der Mundart billig. Ich denk, das leicht in jedem Ei und er begreift auch mich. Und so auch unser Heiner sprach, ich tu nicht übertreibe, die macht so schnell uns keiner nach, im Schwätze nett und schreibe. Die Eis und Aas, da merkt man's dran, die sind schwer halt zu bedapple. Zum Beispiel steckt der A-A-A, das kann man halt bloß babble. Die Buchstabe, die lassen sich halt durch die Nase nicht schreiben und auch nicht drucken sicherlich. Und nun, so lasst man es bleiben. Drum klingt's bei mir auch dann und wann bald gröber und bald feiner. Ich schreibe so, dass man es lesen kann. Schwätzt, wie ihr wollt. Ihr Original Datterich kommt zum Beispiel vor, wo der sagt, verlieren Sie nur Ihr Fiduz nicht. Ja. Das kommt vom Fiduzere Geduld. Das wissen Sie alle, wo der Bessunger sagt, dass sie mich die Darmstädter als Monster rezipieren könnte, empfehlen, aufnehmen. Dann sagte der Datterich, der Hermann, der Cherusker, der hat die Reme abkammesolt, hat die in Ordnung gebracht, am Kammesohl geklopft, ja. Und dann sagt er, der muss sich in mein Bäschen verschamieren, das heißt verlieben. Und die Marie sagt, deren zu alle Deibelei peschwadiert, überzeugt, verführt. Und so gibt es eine ganze Masse Begriffe, die heute in unserer Mundart nicht mehr aktuell wichtigst Wort, da habe ich ein Gedicht gemacht, das will ich euch nicht vorhalten, viele kennen es ja, und zwar das wichtigste Wort von uns Heine, was ist das? Das Mache ist das wichtigste Wort. Man macht sich fertig, macht sich fort, man macht ein Haus ins weite Land. Das Mache, mache ich jetzt bekannt. Wir machen hi, wir machen harm, wir machen kiel, wir machen warm. Wir machen nuff, wir machen nunne. Wir machen freit, wir machen kummer. Wir machen alles, machen fort. Wir machen Kinder hier und dort, wir machen essen, wir machen schaffen. Wir machen Bete hier zum Paffen. Wir machen, was man machen muss, nicht viel Geschichte beim ersten Kuss. Wir machen drunter, machen drüber, machen geradeaus, machen nimmer. Wir machen, was es ist es gut, wir machen es schnell, wir machen das Leben arm zu hell. Wir machen Blödsinn viel und gern. Manch einer macht auch was fürs Herrn. Wir machen Gutes und nichts Böses. Wir machen es ruhig, nichts Nervöses. Wir machen an drauf und das mit Woi.
Wir machen uns schön, dann sind wir voll. Wir machen vor allem uns nicht verrückt. Wir machen aufs Klo, wenn es uns mal drückt. Wir machen keinen Buckel und machen kein Pferd. Wir machen ins Bett mit Schlappe und Kerz. Wir machen gerade alles. Wir machen es milchlich. Wir machen die Flatter. Wir machen es häflich. Wir machen es richtig kalt. Ach, öfters in der Winterwald. Wir machen in dem Sommer noch, wenn es heiß ist, in die große Moch. Wir machen, was wir machen können. Demnächst kommt auch das Nächste dran.